Ja, diese Situation kennen wir wahrscheinlich alle. Wir stehen an der Bushaltestelle und haben den Bus verpasst. In der Großstadt jetzt nicht so das große Problem, da kommt wahrscheinlich relativ zügig der nächste. Aber je weiter draußen wir leben, desto schwieriger wird es. Kann ja sein, dass es der letzte war und dann haben wir eben ein Problem. Aber wir in Hessen sind natürlich sehr pfiffig unterwegs. Es gibt ganz viele tolle Projekte in Bezug auf Mobilität. Im Werra-Meißner-Kreis zum Beispiel gibt es Shuttle-Dienste mehr oder weniger für wenige Euro für uns. Und auch hier im Odenwald-Kreis. Garantiert mobil ist das Stichwort. Und ich bin bei Stefan Reinhardt von Garantiert Mobil. Hallo Herr Reinhardt, was ist das denn genau? Hallo, Garantiert Mobil fasst öffentliche Mobilität zusammen und hebt das Ganze hier im Odenwald-Kreis auf ein neues Level. Okay, das klingt jetzt sehr faktisch. Jetzt stellen wir uns einfach mal die Situation vor. Ich stehe eben hier oder habe festgestellt, letzter Bus ist weg. Was mache ich da am besten? Wie gehe ich mit der Situation um? Am besten zücke ich mein Handy, schaue in unsere Garantiert Mobil App hinein und lass mir die nächste Verbindungsmöglichkeit aussuchen. Super, also die App habe ich mir natürlich vorher schon runtergeladen. Klicken wir einfach mal rein. Aktuellen Standort nehme ich einfach mal. Michelstadt Bahnhof ist das einfachste. Dann sucht sie auch schon und spuckt mir dann die verschiedenen Möglichkeiten aus, richtig? Genau, die Verbindungsauskunft zeigt an, was als nächstes von meiner Adresse hier aus startet. Super. Das können Busse sein, das kann ein Taximobil sein zur garantierten Wunschzeit oder auch private Mitnahmefahrten. Ah ja, okay, das ist spannend. Also genau, ich sehe hier gerade schon die Busse. Taximobil wird mir auch angezeigt. Inwiefern muss ich das denn vorher schon bestellen? Wir brauchen eine Stunde Vorlaufzeit. Einfach um die Fahrzeuge disponieren zu können, ist eine Stunde das Minimum, je früher ich eine Fahrt eben buchen muss. Und das sind dann auch normale Taxis? Wir bedienen uns den klassischen Taxiunternehmen, die wir hier vor Ort haben. Das heißt, wir haben keine eigenen Fahrzeuge, sondern nutzen das, was wir an Ressourcen hier vor Ort haben. Jetzt würde der ein oder andere natürlich sagen, ja, kann ich mir doch gleich ein Taxi bestellen. Wir sind aber billiger. Bei uns kostete die Fahrt etwa 80% des normalen Taxipreises. Und je früher ich eine Fahrt buche, desto günstiger wird es. Und wenn ich mich zu bestehenden Fahrten hinzubuche, wird es nochmals günstiger. Okay. Also ich spare kräftig Geld bei uns. Und ich packe dann natürlich alles rein, was ich habe, Deutschlandkarte etc. pp? Genau, ich kann meine Karten hinterlegen, jede Zeitkarte im Rhein-Main-Verkehrsverbund reduziert meinen Grundtarif auf null und ich zahle nur noch einen entfernungsabhängigen Zuschlagspreis. Super. Und was ich gerade auch sehr spannend fand, Sie haben gesagt, es gibt auch diese privaten Fahrten. Das heißt, das sind Privatpersonen, die Fahrten anbieten? Genau. Jeder kann seine eigenen Fahrten, die er täglich zurücklegt, in das System einstellen und kann dadurch auch noch einen kleinen Obolus sich dazu verdienen. Klasse. Das ist eine tolle Sache. Vielen Dank, Herr Reinhardt. Dann hoffe ich mal, dass das weiterhin gut genutzt wird. Bisher sind Sie aber zufrieden, oder? Absolut. Die Fahrgastzahlen wachsen von Monat zu Monat an. Ja, das wird sicherlich noch ein bisschen mehr. Dankeschön. Und eine junge Dame, die hier auch gerne mal ein Taxi nutzt, aus der App bestellt sozusagen, ist Anastasia. Hallo. Hi. Warum denn genau oder wie häufig nutzt du das denn? Ich nutze schon ein paar Mal in der Woche immer mal wieder, neben Bus, neben Bahn und so weiter, ganz gerne auch das Taximobil. Es lohnt sich einfach, weil man den Bus verpasst und abends noch irgendwo hinfahren möchte, dann ist das echt ideal. Super. Okay, und da hinten sehe ich auch schon, da ist auch schon das Taxi am Anfahren. Könnte ich jetzt einfach ins Taximobil mit einsteigen bei dir? Wenn du ein Ticket gebucht hast über die App, dann geht das natürlich schon, klar. Ansonsten kannst du das schnell nachholen und kannst dann direkt mitfahren. Super. Anastasia, vielen Dank. Dann mache ich das jetzt einfach schnell. Also, wir sehen schon, hier in Hessen wird es langsam immer mobiler. Auch im Odenwaldkreis spielt Mobilität eine richtig große Rolle und vor allem auch eine wichtige. Und es funktioniert offenbar ziemlich gut.